Mussten wir warten, nun ist es ja nicht soweit. Detective Conan Kapitel 1097 ist endlich erschienen. Und ich kann schon mal sagen, wir haben keinen langweiligen Detective Boys Fall, denn wir haben extremen Progress in der Story. Rumi Wakasa trifft auf Shuichi Akai. Im Fokus steht Aihabara bzw. Elena Miyano. Ein großes Interesse und vielleicht die schwarze Organisation. Alles, was du zu diesem Fall bzw. zu diesem Kapitel wissen musst, wie immer nach dem Intro. Viel Spaß. Komm mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem neuen Detective Conan Video. Detective Conan Kapitel 1097, das neueste im Hause, ist endlich erschienen. Wer das Ganze sich auf Deutsch durchlesen bzw. anschauen will, der muss noch ein bisschen warten. In 3 Tagen, am 8. August, kommt das Ganze mit deutscher Übersetzung raus. Ich sag nur Weekly, Detective Conan Weekly könnt ihr euch bei Amazon oder bei Thalia für 1 Euro kaufen. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Ich kann schon mal sagen, unglaublich krass. Und bevor wir jetzt noch mehr Zeit verschwenden, es geht wild los. Conan beschwert sich so ein bisschen über die Nachrichten, warum so selektiert wird. Und auf einmal finden die Detective Boys, weil die nie weit von Conan entfernt sind, heraus, dass es eine Kollaboration gibt zwischen einem Lokal und Carmen Yaiba. In diesem Lokal gibt es nämlich Carmen Yaiba Spezialitäten. Wir wissen, die Detective Boys sind große Carmen Yaiba Fans. Das Problem ist, dass das Ganze nur noch einen Tag gültig ist und in einer komplett anderen Präfektur, nämlich Shizuoka, liegt. Wie kommen sie also von A nach B? In der Vergangenheit, wir erinnern uns zurück, sind meistens einige Leute dafür zuständig, unter anderem Professor Agasa, der kann leider nicht, denn er hat Nackenstarre, er hat seinen Nacken verrenkt, kann nicht. Aihabara hat das also ausgeschlossen. Dann kam auf einmal aus dem Nichts Rumi Wakasa, die sich angeboten hat, die natürlich wie immer mithört und hat gesagt, ja komm, ich miete mir einen Wagen, ich fahr euch hin, wenn ihr wollt. Alle haben ja gesagt und das Komische ist hier schon, sie hat explizit nochmal Aihabara gefragt, wo ich mir denke, warum? Sie war aber auch damit einverstanden, aber Conan hat schon so ein bisschen auf Rumi Wakasa gelurkt. Er ist natürlich immer noch skeptisch, er ist ja quasi so der Aufpasser. Dann, nie mir nichts, dir nichts, sind wir auf einmal in einer komplett anderen Szene. Wir sitzen nämlich im Mietwagen, aber auf einmal fährt nicht Rumi Wakasa das Auto mit den Detective Boys alleine, nein, sondern Shuichi Akai, aka Subaru Okiya, fährt. Und alle fragen sich, hey, warum ist der hier? Denn Conan hat ihn konsultiert, mitzukommen. Warum, weshalb, wieso? Warum ist zum Beispiel auch nicht Fräulein Kobayashi da? Rumi Wakasa hat ebenfalls Fräulein Kobayashi gefragt. Sie kann aber nicht, weil sie mit Shiratori wahrscheinlich ein Date hat. Und das ist natürlich wichtiger, als irgendwelche Bratzen quer durch die Walachei zu fahren. Warum sitzt also Shuichi Akai drinnen? Die Antwort ist ganz einfach, da müssen wir aber kurz in die Vergangenheit gehen. Einer der besten Fälle im letzten Jahr, der müsste eigentlich im letzten Jahr rausgekommen sein, nämlich Aihabara. Aihabara hat viel über ihre Schwester erfahren, ja, über Akemi Miyano, dass sie auch auf dieselbe Schule gegangen ist. Dann kamen andere Leute, die Akemi kannten und die gesagt haben, oh, Aihabara sieht genauso aus. Dann ist auch der wahre Name von Aihabara gedroppt, nämlich Shio. Shio Miyano. Unter anderem hat das Rumi Wakasa verfolgt und sie hat natürlich direkt ganz geschockt geguckt, hatte Interpretation, hatte die Schlussfolgerung zu, was, Miyano, ich kenne doch eine Miyano, Elena Miyano, Hell Angel, Elena Miyano, wissen wir, war in der schwarzen Organisation mit Atsushi tätig, beides Eltern von Aihabara, beziehungsweise Shio Miyano und Akemi Miyano, die natürlich dann auch am Zellgift, was wir jetzt heute als Apoptoxin kennen, da waren, beziehungsweise zuständig waren. Unglaublich krass und Conan hat ja immer schon gemerkt, warum hat Rumi Wakasa so ein Interesse an die Detective Boys? Vielmehr gilt dieses Interesse eigentlich Aihabara und deshalb hat er Subaru gebeten, bitte, ich sag mal, so gesagt, Aihabara zu beschützen, so ein bisschen in Schach zu halten, genauso wie er es bei Masumi macht. Wir wissen, Mary wird von, beziehungsweise wird Masumi von Mary instruiert, herauszufinden, hey, warum kann Conan aka Shinichi immer wieder groß werden, dann wieder klein? Sie wissen ja auch, dass Aihabara damit was zu tun hat. Deshalb wollte auch Masumi ganz oft Aihabara fragen, ausquetschen, Gegengift haben und dann musste ja auch immer Subaru eingreifen. Das heißt, Subaru hält ein bisschen Masumi, also seine Schwester in Schach und soll das gleiche bei Rumi Wakasa machen. Also ist er mitgekommen, dann sind sie angekommen. Die Detective Boys haben ihre Carmen Yaiba Würstchenrolle bekommen. Unglaublich krass, Genta hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Haha, er ist ja auch ein kleines Kind, aber es ist immer wieder schön, Genta glücklich zu sehen. Jetzt kommen wir aber zu dem Highlight dieses Kapitels. Wir wissen, Detective Conan Kapitel 1097 ist auch das erste Kapitel, was den neuen Fall einleitet. Also, wenn dieser Fall schon so krass anfängt, bin ich gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und zwar spielen die Detective Boys und Rumi Wakasa und Subaru sitzen auf der Decke und reden miteinander.
Unter anderem der Schlagabtausch, das ist unglaublich krass. Einfach so ein bisschen kennenlernen, Rumi Wakasa so, oh, du bist doch der Nachbar, der neben Agassa im Haus wohnt, hat er gesagt, ja, ich bin ein Austauschstudent und lebe quasi bei den Kudos. Hat er sich vorgestellt, dass er Okia ist, Subaru Okia. Und dann hatte Rumi Wakasa schnell umgeschaltet, um auf Ahibra zu kommen mit dieses, ja, dieses kleine Mädchen, weißt du über irgendwas Bescheid? Und sie so, ja gut, schon so ein bisschen interessiert. Und Subaru wusste natürlich direkt, wo die Karte, beziehungsweise wo die Reise hingeht. Und er hat gesagt, nein, sie war schon da. Sie hat schon von Anfang an bei Professor Agassa gewohnt. Und er auch direkt, warum bist du denn so interessiert an der Halbera? Und sie sagt dann direkt, ich kann das irgendwie nicht erklären. Aber ich habe das Gefühl, dass sie genauso aussieht wie die Tochter von einer Person, die mein Leben ruiniert hat. Das heißt also, wir haben hier eine Vendetta, wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Blutfehde und wir wissen, dass Rumi Wakasa negative Gefühle bzw. Emotionen zu Elena Miano, Hell Angel der schwarzen Organisation, aufweist. Zumal wir immer noch nicht wissen, ob Rumi Wakasa auf der guten oder auf der bösen Seite steht. Wie gesagt, meine Theorie zu dem Gesamten kennt ihr. Ich habe schon öfters behauptet, dass Rumi Wakasa eher auf der guten Seite zuzuordnen ist, aber was weiß ich, nur die Zukunft wird zeigen, was letzten Endes rauskommt. Hier hat sie aber, wie gesagt, zugegeben, dass Rumi Wakasa quasi geopfert wurde, ja, beziehungsweise, dass Elena ihr Leben zerstört. Denn da fragen wir uns natürlich, hä, wie hat sie denn das Leben zerstört? Und eigentlich wissen wir von dem, was wir wissen, was irgendwie eine Schnittstelle von Rumi Wakasa und Elena ist, irgendwie das Apoptoxin in so irgendein Zellgift, ja? Das heißt, okay, das Apoptoxin muss irgendwas damit zu tun haben, dass Rumi Wakasa einen negativen Effekt bekommen hat. Und wenn wir weiter in die Vergangenheit von Detective Conan gehen, das ist ja das, was wir machen, wir berufen uns auf Fakten, auf Sachen, auf Belege, die wir schon kennen. Kennen wir? Okay, hä? Was? Koji Haneda von vor 17 Jahren? Koji, Haneda, Amanda Hughes, Asaka, bababam, Amanda Hughes, Apoptoxin-Opferliste, dann natürlich noch Koji Haneda Opferliste. Wir wissen auch, dass Rumi Wakasa Flashbacks bekommen hat, dass sie am Tag dort war, ja, dass sie noch mit Koji Haneda gesprochen hat, beziehungsweise dass sie ihn gehört hat und auch, dass sie eine Beziehung zueinander hatten. Ja, nicht falsch verstehen, nicht eine Liebesbeziehung, das ist kann sein, das ist optional, aber generell eine Beziehung, was ich damit meine, eine Beziehung per se, dass sie sich einfach kannten. Und diese Beziehung, wie diese ausschaut, müssen wir halt einfach klären. Aber das ist ja schon mal geil, dass ich es hier direkt so offen sagt. Und ja, das ist eigentlich schon die erste Bombe, die hier so ein bisschen geplatzt ist. Und mehr kann sie halt auch einfach gar nicht dazu sagen. So. Und hier geht es nämlich auch noch um eine Person, ja, um eine krasse Person, die wird hier aber nicht namentlich genannt. Ich gehe mal davon aus, dass es hier wahrscheinlich um Koji Haneda geht, beziehungsweise dass Koji Haneda dieser gesamte Aufhänger ist. Und dann Rumi Wakasa direkt zu Subaru. Oh, das ist ja das erste Mal, dass wir uns treffen. Es tut mir so leid, dass ich hier direkt mit Informationen um die Ecken komme, so ein bisschen auf drollig. Aber wir wissen, beide spielen sehr, sehr gut. Beide wissen mehr, als sie preisgeben. Und dann natürlich Subaru im Fuchsmodus fragt direkt, hä, willst du denn nicht schwimmen gehen? Es ist doch voll warm. So, warum trägst du lange Sachen? Und dann sagt Rumi, ich weiß nicht, wie man schwimmt. Und ja, ich habe helle Haut, ich krieg Sonnenbrand, ich kann nicht schwimmen gehen. Und wir wissen natürlich, Subaru weiß, dass Rumi Wakasa Narben hat. Wir haben auch schon mal eine Narbe an der Schulter gesehen von Rumi Wakasa. Das heißt, dass sie irgendwo verletzt wurde. Wir gehen natürlich davon aus, dass sie beim Koji Haneda Tatort von vor 17 Jahren verletzt wurde, ja, das heißt, es war so eine Finte und sie hat es quasi einfach so ein bisschen preisgegeben und das ist einfach mehr so geil, ja, und sie natürlich dann auch so direkt so perplex, hä, woher weiß er, dass er Narben hat, also hier hat quasi Subaru direkt schon so ein bisschen gefrontet, so ein bisschen aggressiver geredet und was macht Rumi, sie dreht ihren Spieß um, sie fragt, hä, ist doch komisch, du rennst mit Rollkragenpullover zum Strand, ja? Warum? Wir wissen, wieso trägt Subaru mal Rollkragenpullover oder so Jacken, die den Kragen verdecken, weil ja natürlich dann dieses Stimmtransposerband von Agassa da ist, ja, womit er quasi seine Stimme verschleiert. Unglaublich krass. Und sie guckt dann so übelst bösartig, ja? Und ich weiß nicht, ja? Einfach geil. Und dann so Sachen so, hä, du schwitzt an den Armen, so, aber wieso schwitzt du denn nicht
Am Gesicht. Also du schwitzt überall, aber nicht am Gesicht. Ganz komisch, ja. Ist da irgendwas am Gesicht? Hat er irgendwie sein Gesicht verändert? Natürlich eine Anspielung darauf, dass Subaru Okiya sich ja verkleidet hat. Dass er beziehungsweise von Yukiko eingekleidet hat. Also sie weiß hier auch schon mehr und hat schon gewisse Theorien, was das Ganze eigentlich unglaublich charmant macht, ja. Sie fronten sich so die ganze Zeit und es ist einfach nice. Und die dann so, ja, so jeder hat so seine eigenen Gründe, nicht ins Wasser zu gehen. Und das war es auch schon. Wir haben natürlich auch einen Fall, der sich am Strand ereignet, wo die beiden involviert sind. Aber das ist hier auf jeden Fall das Highlight. Das Aufeinandertreffen von Subaru Okiya und Rumi Wakasa. Beide wissen sehr, sehr viel über sich, kontern sich und wir wissen, dass es beide Strategen auf Augenhöhe sind. Unglaublich geil, für mich ein gelungenes Kapitel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht bei Kapitel 1098. Schreibt mir mal eure Meinung in den Kommentarbereich. Würde mich wahnsinnig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, es ist kostenlos. Ich würde mich wie immer über alles freuen. Wenn ihr eure Meinung reinschreibt, erläutert die vielleicht mit ein, zwei kurzen Sätzen, dass natürlich auch alle anderen Leute in der Lage sind, das Ganze nachzuvollziehen. Ich bedanke mich wie immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.